Sie glauben doch nicht wirklich, dass er so schnell rennen kann, oder? Ich glaube, alles ist möglich. Und in ein paar Minuten werden Sie das vielleicht auch. Und was ist? Passt der? Etwas eng im Schritt. Zum Glück läufst du so schnell, dass dich keiner sehen wird. Du dachtest, alles um dich herum würde sich verlangsamen. Tut es aber nicht. Du bewegst dich so schnell, dass es dir nur so vorkommt, als würde alles andere stillstehen. So. Dr. Wales überwacht deine Energieabgabe und Caitlin deine Vitalwerte. Und was machst du? Ich bin für das Spielzeug zuständig, Mann. Zieh's dir rein. Das hier ist ein Zweiweg-Headset mit einer modifizierten Kamera. Entworfen, um die Ohren vor Schlachtfeldimpulsen zu schützen. Oder in deinem Fall vor einem möglichen Überschallknall. Echt abgefahren. Was ist? Gar nichts. Ich finde nur, sie lachen zu wenig. Ich hatte auf dem Gebiet des Bioengineerings Großes vor. Und jetzt sitzt mein Boss für immer im Rollstuhl. Die Explosion, die sie ins Koma versetzt hat, hat auch meinen Verlobten getötet. Mir erscheint dieser leere Gesichtsausdruck angebracht. Mr. Allen, auch wenn ich es kaum erwarten kann, herauszufinden, wie viel Sie wirklich können, sollten Sie das hier langsam angehen. Ja. Wer sind die alle? Zeugen des Überfalls auf die Gold City Bank. Der Täter ist mit 200 Riesen abgehauen. Dann schnappen Sie den Kerl. Die Fenster wurden eingedrückt wie bei einem Hurricane. Und dann haben alle Schutz gesucht. Helfen Sie uns doch, ein Phantombild zu erstellen, wenn Sie soweit sind. Der dritte Raub diesen Monat, dem ein Sturm vorausgeht, klingt fast wie dieses merkwürdige Zeug, von dem Barry so besessen ist. Er ist nicht besessen. Dann kennst du seinen Block nicht. Die Sicherheitskameras in der Bank hatten alle einen Kurzschluss. Aber dafür sitzen hier ein Haufen Zeugen. Und die haben alle ein Smartphone. Der Himmel wurde schwarz und dann boom! Als wären wir draußen gewesen. Alter, als würde ein Gewitter toben, mitten in der Bank. Lukowitsch, der Verdächtige fährt einen schwarzen Mustang. Das Nummernschild beginnt mit 6 Kilo Charlie 3. Zur Fahndung ausschreiben. Wird gemacht. Anscheinend hatten sie eine distale Radiusfraktur. Hatte? Sie ist verheilt. Innerhalb von 3 Stunden. Wie ist sowas überhaupt möglich? Wissen wir nicht. Noch nicht. Du solltest echt lernen, wie man bremst. Was war denn vorhin mit Ihnen los? Sie waren ziemlich schnell unterwegs und dann hat Ihre Konzentration nachgelassen. Weil ich mich an etwas erinnert habe. Als ich 11 war, wurde meine Mutter ermordet. Es war Nacht. Ein Geräusch weckte mich auf. Ich ging nach unten und ich sah lauter Blitze. Sie formten eine Kugel. Und zwischen diesen Blitzen war ein Mann. Er tötete meine Mutter. Mein Vater wurde festgenommen. Er sitzt immer noch in einem Hals, weil er sie ermordet haben soll. Und alle, die Polizei, die Ärzte, alle sagten mir, dass das, was ich gesehen hatte, unmöglich sei. Aber was ist, wenn der Mörder meiner Mutter genauso war wie ich? Nun, ich glaube, ich kann Ihnen versichern, dass Sie einzigartig sind.